Du lässt mich nicht allein. Frei lässt mich nicht allein. Ja, das war das Letzte. Das war das Letzte, was ich mich erinnere. Danach bin ich gerannt und gerannt. Und seitdem sitze ich hier und verstecke mich im Kleiderschrank. Warum verstecke ich mich im Kleiderschrank? Warum? Darum verstecke ich mich im Kleiderschrank. Darum! Am Tag, bevor ich es getan habe, fand ich diese Kiste. Diese Kiste. Zunächst konnte ich die Dinge nicht deuten. Es war eigenartig eine Kiste voller Löwenzahn. Und dann war da dieser Brief. Dieser Brief. Liebster. Die Tage, Wochen, Monate und Jahre gehen dahin. Das Leben geht dahin und bla bla bla. Nichts fürchte ich mehr, als dass ich dich nie wieder in den Arm halten kann. Bla bla bla. Ich werde auf dich warten. Hier auf dem Berg. Du kennst den Weg. Ich weiß, dass du kommen wirst. Ich hoffe, diese Hoffnung, bla bla bla. Ich küsse dich zärtlich, deine Margarete L. Margarete L. Und ich sitze hier in diesem Schrank und verstecke mich und warte auf, ich weiß nicht was. Kürzlich rief mich ein Freund an. Und dieser Freund sagte mir, er sei noch am Leben. Er irre durch die Gegend, hätte einen Unfall gehabt, seitdem sein Gedächtnis verloren, und er irre durch die Gegend und wisse nicht, wer... Mademoiselle, ouvrez la porte. Was? Nous savons très bien que vous êtes là. Ouvrez la porte. Hier ist niemand, hier ist... Hier ist niemand, hier ist doch niemand!